Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es sind noch 40 Sekunden bis zur Runde 11. Und ich hoffe, wir werden das Ganze irgendwie überleben. Hier, ihm geht langsam auch der Platz aus. Also nächste Runde werden wir hier Axti und die anderen losschicken. Das Ganze hier ein bisschen. Und jetzt machen wir erstmal wieder Notfall. Lasst alle... Och, das hätte ich nicht runterfallen lassen müssen. Wie sieht meine Mauer aus? Geht eigentlich? So, ihn schicken wir ganz nach vorne. Obwohl, wir schicken ihn nicht nach vorne, wir schicken ihn hier ans Eck, damit er das Ganze hier ein bisschen im Auge behält. Er behält es hier. Und unsere fünf Arbeiter sind dran. Und jetzt können die Bösewichte kommen. Ach, und die laufen einfach alle durch. Ja, klasse. Das gibt auch eine Beschwerde bei der Big Workshop, also. Oh, und unser Angriff von oben klappt eigentlich echt gut. So, Mädels, hier die Türen werden angegriffen. Komm, haut drauf! Oh, da drüben wird auch wieder durch die Wand angegriffen. Mädels, kümmert ihr euch mal darum? So, drei Gegner sind noch irgendwo. Tau, du kannst auch mal. Ach, die sind da hinten oben auf dem Berg und kommen nicht durch. So, jetzt haben sie es geblickt. Und das war die Runde. Haben wir gut überlebt? Louis, du gehst dieses Mal zum Aufräumen. Hier brauchen wir unseren einen. Den schicken wir in die Mine. Und den Rest darf bauen. So, die Türen haben es eigentlich echt gut geschafft. Louis hat... Ach, er sammelt schön. So, hat echt gut geklappt. Ich bin begeistert. Und ich nehme natürlich noch einen Bogenschützen, der mir das Ganze hier oben ein bisschen verteidigen darf. Und die sind inzwischen echt abgeschnitten hier. So, hier müssen wir mal unsere Mauer komplett aufbauen. Da ist ein Loch in der Wand. Das muss gestopft werden. So, hier brauchen wir unseren Eingang. Und wenn wir das haben, können wir dann hier auch die beiden nach innen bauen. Allerdings... Hier ist noch ein bisschen ein Problem. Hier brauchen wir noch eine Treppe. Ich glaube, ich werde die Türen nicht mehr ganz so eng aneinander setzen. Sondern ich mache den Gang vielleicht lieber ein bisschen länger. Sodass unsere Oshis hier ein bisschen Zeit haben. So, eins und zwei.
So, wie sieht's hier aus? Die Mauer sieht gut aus, die andere sieht beschrott aus. Hier haben wir unseren einen Kämpfer, den können wir schon mal ein bisschen hochstellen. Aber ich glaube lieber erstmal hier auf die Seite. Dann hoffe ich, dass die hier schnell anfangen und uns die Mauer hier irgendwie dann wieder schön hochziehen. So, was ist hier unten los? Wieso klappt das hier nicht? Wahrscheinlich fällt hier irgendein Stück nach unten und die laufen uns ja alle schön vorbei. Ja, Tatsache. Genau, dieses eine Stück hier fällt. Kriege ich da keins rein? Wieso kriege ich so rum rein? Ach, weil hier drüben die... Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier eine verstärkte Mauer. Dass wir hier komplett dagegen gehen und sagen... Irgendwie sprechen die leicht wie die Minions, oder? Kommt mir das nur so vor. So, was ist mit dem Bauer hier? Ach, das war mein Türenmacher. Ja, uns geht's Holz aus. Eindeutig, deswegen schicken wir den jetzt zum Action. Und den noch einen hier, was macht er? Dann soll er bitte die Bauaufträge übernehmen. Oh, und da hinten ist ein riesengroßes Loch in der Wand. Okay, das Loch hätte man natürlich drin lassen sollen. Schrott. Nein, jetzt läuft er hier nach Kamtschatka. Na, klasse. Das war absolut intelligent von mir. Okay, lernen wir, Löcher in der Wand sind egal, wenn unsere Hauptburg irgendwie steht. Aber er hat Gott sei Dank einen Weg gefunden, also. Super! Genau. So, wie sieht's hier aus mit dem Loch, Ness? Hier, die anderen können schon gar nicht mehr abhauen. Ich muss hier echt irgendeine Möglichkeit finden, dass ich vielleicht... Da müssen wir einiges abreißen. Oder ich baue hier so einen ganz kleinen Steg in der Mitte. Dass ich hier sage, ich mache wirklich nur eine ganz minimale Verstärkung. Dann kommen die hier hoch und können... Ja, und können das Ganze hier vielleicht noch hinbauen. Okay. Bobbit! Ja.
Okay, 28 Sekunden. Da sie so weit laufen, würde ich sie jetzt schon zurückholen. Zack, 20 Sekunden. Und wir bereiten uns auf Runde 12 vor. Den hätte ich eigentlich echt gern da drüben gehabt. Aber naja, er sieht es auch von hier. Nur meine Türen sind dieses Mal echt beschrottet schlecht. Okay, dann müssen das meine Guards halt eben machen. Was ist jetzt passiert? Wieso ist der tot? Die sind beide tot. Schießt da einer auf die? Okay, ich glaube, das ist jetzt mein Tod. Genau, richtig. Oh. Vier Tote. Naja, schade. Ich glaube, ich werde es nochmal probieren. Aber das war jetzt wirklich eine blöde Runde. Die war teuer. Okay. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in einer neuen Runde. Dann vielleicht bei Castle Story. Muss mal gucken, wie es jetzt ankommt, die Runden. Ansonsten gibt es ja auch noch Rayman Legends. Und ja, wir sehen uns, wenn es dir gefallen hat. Es gibt bei Steam, könnt ihr gerne in die Early Access reinschauen. Es lohnt sich echt, das Spiel macht echt süchtig. Ihr seht jetzt, wie es bei mir läuft. Okay, bis dann, ciao, ciao.